freue mich, dass ich euch heute die neuen 100% Made in Germany Strickpullover von Wieschu vorstellen darf. Das Ganze kommt in sechsfacher aus. Wir haben dreimal Sweater. Dunkelbeige, Babyblau und Anthrazit. Das Ganze hat hier vorne ein Logo mit eingestrickt. Wir haben es hier dunkelbeige auf schwarz. Wir haben hier Babyblau auf sehr, sehr dunkles Blau. Und wir haben natürlich hier unser Grau mit so einem leichten Off-White-Ton. Dann haben wir drei Rollkragenpullover, die eher clean sind. Das heißt, wir haben hier kein Logo vorne mit dran, dafür ein Logo im Nacken. Und hier sieht man das Logo im Nacken. Es ist auch mit eingestrickt, Collar in Collar und eine Art 3D. Bevor ich euch die Sachen angezogen zeige, möchte ich erstmal einen Vergleich zum letzten Jahr machen. Denn wir haben ja auch letztes Jahr einen Strickpullover gemacht, der unfassbar schwer war. Und dieses Jahr haben wir gesagt, machen wir nicht. Wir machen es nicht schwer. Der schwere Pullover war wirklich unfassbar toll, aber sehr unalltagstauglich. Weil wenn man diesen Pullover anhat, konnte man ja fast nichts mehr drüber anziehen. Zu schwer, zu warm. Und wir haben gesagt, wir entscheiden uns dieses Jahr für Midweight. Midweight ist einfach so die perfekte Grammatur, wo wir hier getroffen haben, die einfach für jeden Tag, jede Situation, ob mit Jacke oder ohne Jacke im Büro, dass einem nicht zu warm, aber trotzdem immer gleichzeitig warm genug ist. Und damit, glaube ich, haben wir es auch sehr, sehr gut getroffen. Beim Schnitt haben wir uns grundlegend bei allem erstmal entschieden, weil wir nur einen Schnitt machen konnten, budgetbedingt und zeitlich bedingt, haben wir gesagt, wir entscheiden uns für den Fit vom letzten Jahr. Ja, es ist sehr ähnlich mit gewissen Anpassungen, denn ihr gebt uns ja immer so ein unfassbares Feedback und das wenden wir immer wieder auf die Produkte an. Wir haben ein bisschen mit der Länge gespielt, wir haben ein bisschen mit der Breite gespielt, wir haben ein bisschen mit den Armen gespielt, werdet ihr jetzt angezogen sehen und ich möchte direkt mit dem ersten hier anfangen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass uns bei dieser Kollektion am extrem wichtigsten war, dass es alltagstauglich ohne Ende ist. Das heißt, du sollst es wirklich, wenn möglich, jeden einzelnen kalten Tag des Jahres anziehen. Und jetzt zeige ich euch erstmal den Fit. Dann werdet ihr vielleicht auch verstehen, warum uns das auch so wichtig war. Und zwar der Pullover sollte jetzt natürlich nicht überlang sein. Kennt ihr von vielen Marken, dass die eher dann so sind. Bei uns nicht. Wir wollten natürlich schon gewissermaßen so ein bisschen unsere DNA behalten. Das Ganze ein bisschen kürzer insgesamt, aber nicht cropped wie letztes Jahr. Das heißt, wir haben es hier ein bisschen länger gemacht, dass man ein bisschen mehr Spielraum hat. Das heißt, ab dem Moment, wo ihr eure Hände bewegt, habt ihr, wie bei jedem anderen Pullover auch, dass ihr es eben hochzieht. Nur hier ist es, dass man keine Haut sieht. Das war so für uns die goldene Mitte beim Schnitt, wo ich es entworfen habe, dass ich gesagt habe, damit bin ich auf jeden Fall happy. Das Logo auf der Brust, ihr seht schon, die Ärmel sind länger. Hier das Rippbündchen hier vorne ist auch 10 cm lang, also wirklich unfassbar lang, fühlt sich sehr, sehr gut an. Und das, was mir immer so ein bisschen auch unter anderem bei vielen anderen teureren Strickpullovern gefallen hat, ist, wenn es hier schön eng ist, aber immer leicht über die Hand geht. Das ist vielleicht Präferenz, aber werdet ihr dann auch sehen. Von der Länge her, vom Rücken her, von der Aufteilung her, könnt ihr euch hier nochmal das Ganze in 360 Grad anschauen. Und das Ganze kommt, wie gesagt, hier nochmal in zwei weiteren Farben. Einmal in Anthrazit und einmal in dem Babyblau. Kragen möchte ich euch natürlich auch gerne in Detail zeigen, denn an denen haben wir auch gearbeitet. Den haben wir vom letzten Jahr zu diesem Jahr auch optimiert. Und ihr seht schon, wie schön anliegend er ist. Er ist nicht extrem weit. Er ist schön am Kragen entlang. Und ihr seht schon, wie der Kragen gestrickt ist, dass er schmal zulaufend zum Hals hochgeht. Das ist einfach so der perfekte Kragen schlechthin. So sehen die Rippbündchen aus. Hier vorne etwas länger und natürlich einmal zeige ich euch auch gerne das Logo auf der Brust. Jetzt kommen wir zum Rollkragenstrick. Dazu habe ich jetzt hier den Babyblauen angezogen, das schöne Eisblau. Und ich muss sagen, Strickpullover liebe ich über alles, ziehe sie aber sehr selten an, weil ich immer das Gefühl hatte bei Strickpullovern, dass sie einen fast erwürgen. Und jetzt hatte ich meine Chance, das ein bisschen besser zu machen. Ich glaube, das ist auch sehr gelungen. Ich zeige euch mal den Fit hier in 360 Grad. Ihr seht natürlich selbstverständlich auch gleich alle anderen Farben, die dazu auch noch kommen. Ich bin sehr happy damit. Er ist nicht zu dick, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Es ist einfach wirklich, muss ich nochmal wiederholen, die perfekte Mitte hier getroffen. Und es ist wirklich auch, wenn nicht eins meiner Favoritenprodukte schlechthin, auch ohne Branding, selbst wenn das Branding hier im Nacken ganz dezent angebracht ist, was wirklich auch ein schönes Merkmal ist und ich glaube, so auch noch nie einer vorher gemacht hat vor uns. Vom Fit her gilt das Gleiche hier wie auch beim Sweater. Wir haben im Prinzip fast das identische Produkt mit einem kleinen Unterschied und den möchte ich euch gerne jetzt mal ein bisschen im Detail erklären. Da ist der Rip hier beim Sweater und hier beim Rollkragenpullover anders. Wir haben uns beim Rollkragenpullover nämlich für ein groberes Muster entschieden. Hier seht ihr das im direkten Vergleich. Wenn wir jetzt auch den Kragen vergleichen, seht ihr den Kragen hier und den Kragen hier ist auch grober. Mir war es nämlich wichtig, nicht das gleiche Produkt und hier einfach nur einen längeren Kragen zu machen, sondern es
sollte sich im Detail unterscheiden, denn die Liebhaber wissen nachher, was sie bekommen und das Ganze fühlt sich natürlich ordentlich und gut an. Das gleiche gilt hier auch natürlich für den Abschluss. Hier ist es grober, auch die 10 cm. Ihr werdet einfach lieben, muss ich sagen. Abschluss noch ein paar wichtige Sachen für euch. Und zwar erstens, bitte, wenn der Strick bei euch ankommt, lagert ihn nicht so bei euch zu Hause, sondern so. Denn einen Strick sollte man immer stets legen, so habt ihr auf jeden Fall am längsten was davon. Wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, alle Strickpullover bestehen aus 100% wichtig, echter Bio-Baumwolle und das werdet ihr auch fühlen. Dieses weiche, schmiegsame, null kratzig, sehr bequem. Ihr werdet es einfach lieben, muss ich ehrlicherweise sagen. Natürlich bedingt dadurch, dass wir jetzt keine großartigen Stückzahl machen können, kann ich nichts versprechen, wie lange was da ist. Ich weiß nicht, wenn dieses Video kommt, ob noch was da ist oder entsprechend schon einige Größen weg sind. Deswegen, ich will mich bei euch bedanken. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren neuen Stricks und bin auch gespannt, was ihr mir so auf Insta schreibt.